Bro, Achtung. Der Heito! Let's fucking go! Du bist meiner Spritze! Ja, wir haben uns gerade impfen lassen, die zweite Spritze. Jetzt sind wir durch und jetzt hat der Hai den Hai. Ja, stell dir mal vor, das ist ja erst ein Uber. Der sieht das hier. Seht ihr da? Der macht so hier. Halt weiter. Wir haben uns noch was überlegt für dich. Der braucht kleine Bros, der Hai. Guck mal. Oha. Lecker. Braucht ja auch Verpflegung. Ihr seid viel zu lieb. Habe ich gar nicht verdient. Ja, ist alles Roxy. Keine Ahnung. Ich habe nichts damit zu tun. Ich habe es mitgebracht. Ja, ich habe quer durch Danke, Berlin chauffiert. Oh, gerne. Kein Problem. So, ganz ehrlich, in dem Licht sieht das auch fast so aus, als wäre ich sportlich. Ne? Genau so. Wenn ich den Bauch richtig anspanne. Riechst du dich andersrum und hast die traurige Realität. Herr Berger, freuen Sie sich. Auf jeden. Guck mal. Gleich geschafft. Der Countdown läuft. Ja, genau. Noch 1 Kilometer. 900 Meter. 600 Meter. Noch 100 Meter und... Hä? Fool. Was? Hä? Die hat's gar nicht gerechnet. Er ist auf Null gesprungen. Warte, was ist, wenn ich den Tempomat rausmache? Ah, da links zeigt das an. Oh, und ich hatte es nicht. Ja. Das hat doch nicht wahr sein. Du hast verkackt. Und dann ging's für uns endlich in den Urlaub. Ab nach Rügen. Oh, I'm running out of time. I have to stay strong. Sitzt sie da? Ja, mal sei. Das ist unser Ferienhaus, so sieht das Ganze aus. Hier ist die Aussicht an der Haustür sozusagen. Wenn wir aus dem Fenster gucken, sehen wir das hier. Wunderschön. Und da hinten ist direkt das Meer. Ich weiß nicht, ob ihr das hier erkennen könnt. Aber ja. Das ist hier auch der Einparkservice. Genau der hier. Okay, ich fahre ins Tor. Und so sieht hier der Innenhof aus. Hier ist ein riesiger Garten, wo man wunderschön rumrennen kann, spielen kann. Pino kann hier Spaß ohne Ende haben. Das ist super. Nicht warum, aber aus irgendeinem Grund haben wir uns so ein Pferdetheater angeguckt und das war halt sau lustig, weil wir uns richtig schlapp lachen konnten darüber, wie komisch die Musikübergänge waren und wie komisch das alles einfach war. Die Regenschirme bringen irgendwie gar nichts. Außerdem haben wir noch einen Tagestrip nach Serlin gemacht. Hier gibt es nämlich die Serliner Seebrücke. Zieht euch doch mal rein, das ganze Ding steht einfach auf dem Steg. Wo kriegen die denn Strom her? Wasser? Gas? What? Außerdem gibt es da so eine fette Tauchglocke, mit der man einfach 5 Meter unter die Ostsee kann. Das wollten wir uns nicht entgehen lassen. Diese Wanderungsmaterie. Wir haben bis jetzt in der Gondel 577.000 Gäste mit runtergenommen. Und die gute Sache an dieser Zahl ist die, dass wir fast alle wieder mit hoch. Das eine war meine Schwiegermutter. Ihr könnt jetzt eure Handys zücken, ihr könnt Fotos machen, ihr könnt Videos machen, ihr könnt hier euren Untergang aufnehmen. Dann hat man mal die Chance. Und die Kleinen, die wir da draußen sehen, die Ohrenquallen, das sind die Quallen, die ihr alle schon mal angefasst habt, aufgetreten seid, rumgewurstet habt, vielleicht zerschnitten habt, was auch immer. Es gibt viele Möglichkeiten, mit diesen Tieren was zu anzustellen. Qualle kann nur zwei Richtungen in ihrem Leben selber entscheiden. Das ist hoch und das ist runter. Links und rechts,
Das ist strömungsabhängig, das kann die Qualle also nicht entscheiden. Ja, war lustig. Okay, Team Matthias, das ist Team Roxy. Let's go. Oh, was? Was auch immer sie sagt, glaubt ihr kein Wort. Ich hab gewonnen. Ist das so? Ja. Da war mal Wurst drinne. Oh, riecht das noch nach Wurst, ja? Jetzt Unboxing Time. Ich habe da was zugeschickt gekriegt mit lauter chinesischen Buchstaben. Halte ich sie überhaupt richtig rum? Nein, nicht auf Wish bestellt, sondern direkt zugeschickt bekommen vom Zaubereiproduzenten Hanson Chien. Perfekt. Eins zum Verlosen für die Community, eins für mich und da werde ich eine Gimmick-Review zu machen. A deck of cards morphs into a wood block. Ein ganzes Kartendeck verwandelt sich in einen Holzblock. So sieht das Ganze im Trailer aus. Man nimmt die Karte, man schiebt es durch das Kartendeck hindurch, dann öffnet man das und es stellt sich raus, da ist ein Holzblock drin. Holy Wood heißt das Ganze und ich guck mal rein hier. Ja, jedes einzelne Gimmick ist handgemacht und hierin befindet sich das Baby. Tja, sieht jetzt für mich erstmal wirklich nach einem Holzblock aus. Ich sehe hier jetzt keinen Mechanismus oder sonst was. Ich sehe keine Einschnittstelle. Ich sehe keinen Ort, an dem eine Karte diesen Block jetzt durchdringen könnte. Das ist halt wirklich einfach ein Holzblock. Sieht sehr authentisch aus und fühlt sich gut an. Ich freue mich schon drauf, mir das Tutorial-Video anzugucken. Da haben sich zwei gefunden. Oha, guck mal. Legt sich auf die Lauer. Die zwei. Guck mal, die lieben sich. Oh. Jetzt okay, aber Pino hat viel mehr Power. Bleib. Ah, da kommt er. Ah, ja. Na, oha. Na, Pino, hast du einen neuen Kumpel, ja? Bam. Na, guck mal. Ihr zwei. Ja, oha, Pino. Pino, du bist viel zu schnell. Guck mal, da kommt keiner hinterher. Pino, du bist die Allerechte. Du bist einfach Pino Bowled. Na, ihr zwei. Na? Oha, Player 3 joined the game. Und zum Abschluss noch ein kleiner Clip. So entstehen solche Aufnahmen. Ach, das war so klar.